behalte den Pilz jetzt mal in Reserve. Ich brauche ihn hierfür eh nicht, oder? Nur damit ich es weiß. Wie holt man die Items nochmal runter? Mit Select. Okay. Die Musik ist wirklich irgendwie cool. Soundtrack cool, ja. Hast recht, ist schon. Hat schon was. Cool. Aber es gibt einige Soundtracks hier im Spiel, die cool sind. Und zwar so cool, ja. Dass sie sogar in Mario Galaxy noch verwendet wurden, ja. Genau. Und im zweiten Teil auch noch. Also, die haben schon was, ja. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, was den Soundtrack angeht, war Mario Bros. 3 immer noch besser. Und auch sonst, was das Spiel angeht, war Mario Bros. 3 immer noch besser. Es ist. Was? Warum ist er jetzt durchgeflogen? Der ist durchgeflogen, oder? Ich habe das jetzt nicht halluziniert, ja, oder so. Ich hab's auch gesehen. Ich bin gerade im Begriff gewesen, in das Ding reinzurennen, weil ich dachte, ja, der fliegt jetzt vorne gegen die Spitze und ich hab mich jetzt darauf verlassen, dass der abprallt, aber der fliegt einfach durch. Vorher ist er mal abgeprallt. Das gibt's ja wohl nicht. Durch. Das Spiel. Das Spiel bescheißt mich. Das versucht mich mit aller Gewalt umzubringen, merkst du's? Tja. Wir kommen zu schnell voran, ne? Ja. Das gefällt dem Spiel nicht, ey. Die Angst hatte ich vorhin auch. Ich hatte Angst, dass ich den Sprung nicht schaffe hoch und bin dann nochmal gesprungen und ja, da war ich aber dann trotzdem schon oben. Ja, die gleiche Angst hatte ich auch. Also ich bin nicht gegen die Stacheln gesprungen, ich bin dann durch Flammen gestorben, Mist. Weil sie mich umzingelt haben. Also irgendwie... Also ich mag das auch nicht irgendwie, wenn ich auf so einem Ding stehen bleiben muss und dann geschickt sein muss und draufspringen muss. Ich mag sowas nicht, also... Irgendwie mache ich mir gerade tierisch Sorgen wegen meiner Prognose von vorhin. Also, wenn ich in so einem Spiel eine Prognose mache, dann trifft die ja meistens zu. Im Moment sieht es auch stark danach aus. Ich habe gesagt, für das Schloss werden wir noch eine Zeit lang brauchen. Das sieht wirklich danach aus, oder? Mhm. Das ist ja noch recht der Anfang, ne? Ja. Ziemlich, finde ich, ja. Das ist geil, ne? Also, die ganze Zeit ist es so schön flüssig gelaufen. Jetzt, seit dem vierten Level, sind wir nur noch am Rumfehlen. Es wurde ja gesagt, es wird jetzt schwerer. Hoffen wir jetzt, dass es nicht wieder durchs Holz durchfliegt. Es ist ja prallt ab. Und der hier, prallt ab. Aber vorher nicht, ne? Ja, Skandal. Das hat das Ding nur wegen mir gemacht. Ich schwör's. Schimmel, Alter, ich schwör, genau. Volle Konzentration, ey. Ja, lass dich nicht von irgendwelchen zu hoch springen, Dingern treffen. Da kommt gleich der Erste. Wow! Fuck, ich war zu schnell. Oh. Ja. Du warst definitiv zu schnell. Oh, Leute, ich liebe das Level, ey. Von ganzem Herzen. Sieh es mal positiv, wir sind schon praktisch am Schloss von Welt 5 oder so, oder zu Welt 5 oder was auch immer. Das heißt, wir sind jetzt schon recht nah am großen Finale, weil wir wissen ja, Bowser, der König der Koopas, hat nur 7 Kinder. Es sei denn, man zählt Baby Bowser mit, Bowser Junior, wo auch immer der auf einmal herkommt. Man könnte ja jetzt auch die Frage stellen, obwohl man die Antwort eigentlich nicht wissen will, wo die Kinder überhaupt herkommen. Ja, wenn Peach die ganze Zeit gefangen gehalten wird, oder das ist ein Toadstool, wie es ja hier heißt, ne? Wo kommen Bowsers Kinder her? Also, man will es sich eigentlich nicht vorstellen. Das wäre auf jeden Fall ein sehr abartiger Zeugungsakt, aber okay. Und die Geburt dürfte auch nicht sehr schön sein. Aber, naja, also... Ja, so stachelig wie die sind, ne? Baby Bowser sagt sogar in Super Mario Sunshine am Anfang, wenn man ihn das erste Mal sieht oder so, das ist meine Mama, bla bla bla. Also sagt er, als er mit Mario über Peach spricht. Und, naja, da kannst du dir den Rest denken oder so. Aha. Es gibt ja auch irgendwie... Also es gibt ja auch Comic-Strips und so Verarsche, und ich glaube... auf YouTube, glaube ich, auch Videos, und man sieht hier, ja, so nach dem Motto, das passierte während Peach Gefangenschaft oder so, ey. Okay. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen, was da so passierte. Da kommen keine Flammen mehr, oder? Ne? Und jetzt? Das ist ja mal mies, oder? Was ist das? Ah, okay. Hallo? Muss ich jetzt wirklich hier oben lang? Ich hab echt Schiss, ne? Hast doch geschafft. Nein! Aha. Ich bin nach links gelaufen, was soll das? Ich hab nicht nach oben gedrückt. Ich wollte meinen Pilz. Gelitten. Egal. Wer ist das hier jetzt? Das werden wir gleich rausfinden. Der hat einen Namen, aber wie heißt der? Morten hatten wir schon, also... Wer ist dieser fette Kooperling? Ist das Roy? Ist das Roy? Ja, ne, das ist Roy, oder? Roy mit der Sonnenbrille, ja. So wie Siegfried und Roy. Obwohl die Sonnenbrille eher wie eine 3D-Brille ausgesehen hat, vom Style her, aber... Tja, der hat vielleicht schon die Zukunft von Super Mario World kommen gesehen. Also ich meine, Super Mario 64, ne? Da braucht man zwar keine 3D-Brille, aber... Naja, egal. Es war zumindest 3D. Thank you, mal sehen, was heute passiert.
Okay. Gehst du jetzt kaputt? Ja, wenn er genau neben dran steht. Dankeschön. Hast du gut gemacht, Mario. Ja. Daumen nach oben, ne? Dann siehst du, es ist immer Mario. Wie viel Schloss hast du bis jetzt geschafft? Eins? Schäm dich. Naja, das Spiel sagt auch Mario, wenn es Luigi ist. Es hat einfach. Das stimmt. Es also. Luigi. Mario hat seinen Weg durch den Wald der Illusionen gefunden und ein Ende zu. Und Roy Koopa ein Ende gesetzt in Schloss Nummer 5. Weiter geht's zu dem zu den gefährlichen, aber leckeren Chocolate Island. Also Schokoladeninsel-Dingens. Yeah. Tasty ja. Chocolate Island, Ja, Tasty Chocolate Island. Und hier kommt jetzt bald die Welt, wo man wirklich die ganze Welt von Super Mario World auf den Kopf stellen kann, aber das machen wir jetzt lieber nicht. Also das dritte Level von hier aus oder so dürfte es sein, wo man hier wirklich alles ruinieren kann, aber das können wir uns vielleicht als einen Bonus aufheben oder so. Viel Erfolg! Gut, starten wir mal. Denk dran, da kommen kleine raus. Was? Ich wollte gerade sagen, denk dran, aus den großen kommen kleine raus. Also wenn man so einen großen kaputt hüpft, dann kommt ein kleiner dabei raus. Es sei denn, man macht einen Drehsprung auf, so. Dann platzen sie. Oder man springt mit Yoshi drauf, dann platzen sie auch. Schön machst du das. Es hat fast ausgesehen, als wäre es gekonnt. Und ich spucke in Flammen, oder was? Ja. Schön. Also, wenn man dir da zuguckt, könnte man gelegentlich wirklich meinen, das wäre Absicht, was du machst. Und dann also, im nächsten Moment denkt man, natürlich, okay, das war alles hier? Absicht. Ich wollte reinrennen, ich wollte die Feuerblumen verlieren, ganz klar. Achso, dann ist ja gut. Okay, nach rechts gedrückt halten. Ansonsten funktioniert nicht der Sprung nicht, dann fällt man irgendwie in den Abgrund oder so. Also, das war jetzt eigentlich nur... Ich wollte springen, ja. Ich wollte drauf springen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Springen gedrückt und es hat geil ausgesehen. Also weißt du, du hättest wenigstens, bevor du dich umbringst, die Halbzeit holen das können. Die war geil ausgesehen. Ich wollte die Halbzeit holen, weil ich dachte, ich könnte ja sterben, ne? Aber hat sich ja jetzt erledigt. Oh, wie geil. Das ist geil. Ich springe hin, hol das Ding und falle direkt runter in den Abgrund. Super, ey. Das hatte Style. So viel soll dir gesagt sein. Also, wenn du die Videos hochlädst, dann muss ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen, weil... Die Momente muss man nochmal sehen, ey. Also. Allerdings. Ach, ihr blöden Viecher. Nur weil der seine Fackel da ewig nicht ausgemacht hat, also sein Feuer. Das ist keine Fackel, das ist ein Flammenwerfer, ey. Die heißen aber Torch, ne? Also Torch. Torch heißt Flamme, Fackel, ja, stimmt schon. Genau, heißt Fackel oder Taschenlampe. Ja, aber wahrscheinlich, weil Flamethrower zu lang war. Das wäre auch mal ein seltsamer Name für einen Gegner, oder? Falls du dich jetzt fragst, warum ich nicht den Halbzeitpunkt geholt habe. Ich habe mir jetzt gedacht, ja, bevor ich mich dabei umbringe, so wie ein gewisser anderer jemand hier, ja, verzichte ich lieber drauf. Ja, gut, das dachte ich mir schon. Kannst du auch, genau. So hätte ich es auch gemacht, wenn ich einen Yoshi hätte. Tja. Aber nur die Guten haben Yoshi. Und nur die Harten kommen im Garten. Und keine Ahnung. Die Harten kommen im Garten. Die kommen nicht im Garten, sondern die kommen in den Garten. Hat sich gerade angehört wie im Garten, deswegen. Du hörst nur, was du hören willst, oder? Das war knapp, ey. Ja, hat weil ich nicht, cool weil ich nicht von Anfang an nach rechts gedrückt habe. Hätte ich von Anfang an nach rechts gedrückt, wäre mir das nicht passiert. Oh, ich glaube, vielleicht gibt mir das eine Feder, oder? Nee, es gibt mir nur ein Leben. Schade. Was soll ich mit dem Leben, verdammt? Ja, du hast ja nur 47. Ja, genau. Egal. Level geschafft, nächster Level. Geisterhaus. Hat nur einen Ausgang, macht deine Sache gut. So, alles gesagt. Wolltest du noch mal eine Pause machen? Ach so, stimmt, das ist eigentlich, stimmt. Ich glaube, den versuche ich noch. Und nach dem Schloss wollte ich eine Pause machen, ne? Würde ich sagen, dass wir dann je nachdem, ob ich Fail oder Erfolg habe, mal noch mal eine Pause einlegen. Das ist eine gute Idee. Wäre aber ganz cool, wenn du noch ein bisschen durchhalten würdest und das Ganze ja schaffst. Weil dann macht die Pause sogar noch mehr Sinn, weil wir dann ungefähr 1,5 Stunden wieder haben. Ja, das heißt, dann haben wir heute schon 3 Stunden Mario World gespielt. Das ist erstaunlich, oder? Aber dafür waren wir noch. Zeit geht rum wie im Flug, ne? Ja, das ist auch so ein schönes Spiel. Es spielt sich so schön und so flüssig und so. Ah, und es hat keine Ladezeiten, ne? Ich musste das vor kurzem wieder an Rayman. Das war nicht gut. Komm, wir machen das Level noch hier. Ja. Vor kurzem musste ich wieder an Rayman Origins denken. Und hab mich gefragt, warum hat das Spiel solche abartigen Ladezeiten? Das ist doch kein PlayStation 1-Spiel. Jetzt mal ganz im Ernst. Warum muss man zwischen jedem Level nochmal in einen extra Ladebereich rein, wo man dann eine halbe Minute rumrennt, bevor das nächste Level dann endlich geladen wird? Das ist eine gute Frage, ne?
Das ist PlayStation 1 Niveau. Das Spiel ist schön und gut, aber Ladezeiten nerven schon, das stimmt. Ja, ja und man ist hier alles nicht, ne? Was? Schön durchrennen. Und heutzutage ist es ja auch so, du sagst von wegen Ladezeiten und Spielen, wenn es nur das wäre, ne? Das Geilste ist ja eigentlich, ich darf dich erinnern, GTA 4, ne? Melde dich bitte bei mehreren Clubs an. Ja. Schwul? Ja, genau. Also, das fand Microsoft ich schon krass. Games oder was? Rockstar Social Club? Rockstar Social Club. Also, das ist alles nur, nur nicht Social, ja? Was die da gemacht haben, ey. Aus dem PC-Port. Also, früher war es so, legst CD ein oder mehrere CDs. Damals gab es noch mehrere CDs für jemals ein Spiel. Genau. Installierst das, spielst das und hast Spaß dabei. Das kann doch nicht sein. Du hast gesehen, dass ich nach oben gedrückt habe. Ja. Ich hab genau vor der Tür gestanden. Und du legst es ein, spielst es und hast Spaß am Spiel. Und nichts davon, nichts trifft auf GTA 4 zu, ne? Ja. Also. Ja, es ist echt ein Hit. Bei GTA 4 ist es echt grausam. Du legst CD ein, installierst das Spiel, das dauert erstmal eine halbe Ewigkeit. Dann willst du das Spiel starten, dann darfst du erstmal direkt X installieren. Okay, lass ich noch über mich ergehen. Braucht man eben, meinetwegen. Aber dann kommt ja Microsoft Games, Quatsch, na doch, war Microsoft Games, oder? Installieren und registrieren und weiß der Geier, dann kommt Rockstar Social Club, installieren, registrieren und man muss angemeldet sein, damit man überhaupt speichern kann. Das heißt, ich muss für ein Einzelspielerspiel im Internet online sein, damit ich speichern kann. Was ist denn das für ein Kack? Da lobe ich mir hier dieses 20 Jahre alte Spiel, das einen batteriegestützten Speicher hat. Das ist besser. Ja. Und das Spiel macht sogar Spaß. Im Gegensatz zu GTA 4, das irgendwie einfach nur scheiße ist im Vergleich zu allen Vorgängern. Das ist echt traurig, also. Da hat Rockstar echt Mist gebaut. Das ist traurig, wie sich manche Serien entwickeln, ne? Ja. Da warst du eben, ne? Ich hab jetzt keine Ahnung, wo die Dinge aufhören, aber. Boah. Und ich hab er wollte gerade eben auch nicht, ne? Er hat auch nach oben gedrückt und läuft nach rechts weiter. Schön für ihn. Aber ich hab still gestanden und hab nach oben gedrückt. Ich wollte gerade fragen, was das ist, also. Ja, jetzt weißt du's. Jetzt musst du so drüber springen. Und die Dinger brauchst du sogar. Also vielleicht die noch nicht, aber spätere. Die muss nämlich da hoch. Das geht nur mit einer Feder oder mit diesen Blockgeistern. Muss ich da hoch? Ja. Also es geht sonst nicht weiter, oder was? Das ist der einzige Ausgang. Gut, dann muss ich die wohl irgendwie... Anlocken, ja. Herlocken, ja. Jetzt könntest du... Ja gut, jetzt nicht mehr. Aber solange sie noch auf ihrer richtigen Stelle war, hättest du das Item noch holen können. Aber egal. Pass auf, da kommen noch mehr Geister geflogen, ne? Nicht, dass du dich von denen noch erwischen lässt. So, dann musst du gucken, dass du die an der richtigen Stelle platzierst, sie dann anguckst, dass sie zu Steinen werden. Und dann musst du hochspringen. Ist an sich einleuchtend, hoch, oder? Hoch, 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 hoch. Und stopp, genau. Und hoch, und... Ohohoho! Wandeln sich, wenn ich draufstehe, die Bastarde da, ey, ne? Aber komm. Defense, das war gut, das war sauber, das ist schön. Haben wir den Level auf jeden Fall geschafft. Genau, und dann können wir jetzt auch mal eine verdiente Pause wieder einlegen, bevor ich ja komplett durchgeschwitzt bin oder so. Oder anfange zu riechen wie der Käse im Kühlschrank. Ja, save and continue wäre ganz sinnvoll. Continue, auf jeden Fall. So, und dann sehen wir uns irgendwie im nächsten Part wieder, Leute. Bis dann.